Moin! Moin! Ich hab nicht verschlafen, war auch nicht so gut drauf nach dem Wein von gestern. Ich auch nicht. Ich mach nichts. Brauchst du so ein bisschen Zeit? Ja, ging auch so. Hast du noch ein Mikro? Ja. Das habe ich mir schon letzten Monat gekauft. Irgendwann rennst du mit so einem Koffer rum, wie früher, mit diesen ja. diese Videokassetten reinpackst, weißt du? Habe ich noch so eine. Ja, und dann... Aber bloß nicht, das muss auf. Ich finde es nicht gut, dass sie so ein bisschen Gegend gerauscht wird. In Lübeck habe ich ja auch mal gewohnt. In Lüneburg habe ich gewohnt. So, wir sind da in Hennstedt-Ulzburg. Was? Wir sind da in Hennstedt-Ulzburg. Hier auch. Ich mich ja schon, ja, hier auch da. Einkaufswagen. Ja. Ich bin zu faul, den Einkaufswagen wegzustellen. Es wird einfach abgestellt. Ich verstehe die Menschen. Das ist das, was mich so manchmal so berührt, weißt du? Guck mal, das hier. Da hat was gebrannt, das wird nicht weggekratzt. Scheißegal. Gucken, ob ich das gleich noch wegkriege. Dann muss ich mal gucken. Also ich werde das machen heute Nacht wahrscheinlich, weil anders geht es ja nicht. Du willst ja unbedingt, normalerweise, demnächst kommen die Donnerstags und wir stellen Donnerstag schon eine Nachtwache. Also normal zu Marktzeiten. Ne? Also das, was die da wollen, das ist Luxus. Ne? Das ist, auch wir fordern das einfach mal, wir sind ja so doof und machen es. Ne? Du, in Kaltenkirchen haben wir auch erst ab Samstag eine Nachtwache gehabt, wie du dich vielleicht erinnerst, nicht Freitag. Ja, das kommt davon. Ja, weil die sind verwöhnt, die fordern das einfach und wir sind so blöd und machen. Das kommt davon, weil Frank so viel Scheiße schreibt in die Verteiler rein. Das ist das Problem. Wenn Frank mal das jetzt nicht gesagt hätte... Doch, ja, der hat geschrieben, dass zu den Marktzeiten eine Security da ist. Ja, aber er hat geschrieben, dass Freitag kein Security da ist und dass das Notfallakke gerade nicht läuft über Nacht. So, sowas gehört nicht in den Verteiler rein. Dann wäre Security überhaupt gar nicht aufgefallen. Dann wäre er so durchgelatscht. Ja. Und die haben auch kein Recht darauf, das gibt's nicht. Doch, siehst ja wohl. Du musst hier rechts rum und der Einfahrt ist da vorne. Da, wo der hinter dem sozusagen an dem blauen rechts vorbei. Da ist die Einfahrt und dann kannst du hier vorne im Prinzip, wo die Halteverbotsschilder sind, da kannst du locker. Ja. Der Laden wird im Moment umgebaut. Prima. Moin, moin. Moin. Du fährst hinter ihm her, ne? Rechts rum und dann links und dann sofort wieder links. Ne? Alles klar, dann kommen wir gleich wieder mit der Fahrt. Aber hat sie richtig toll gemacht, ne? Das sieht richtig gut aus. Ja. Nur Markus hat ja seinen Backen. Also auch gute Arbeit hier. Ja. Ja, auch hier, das sind ja alles Nähte, ne? Ja. Alles feine Nähte. Selbst die Zunge und sowas, ne? Das machen wir. Das ist also richtig, hat sie sich richtig Mühe mitgegeben, ne? Da steht hinterm Haus stehen große Müllcontainer. Ich weiß nicht, ob wir die benutzen dürfen. Nee, doch, würde ich einfach benutzen. Nee, würde ich nicht machen. Das gehört jemandem. Ich kann nicht einfach da hingehen und den Mülleimer voll machen. Das kann ich schon, aber. Ja, oder kippst da hin zwischen die Bäume. Nee, das brauche ich da nicht wegmachen. Ich kann Müll nicht leiden, da habe ich Abneigung gegen. Ja, aber ich wirklich auch. Abneigung gegen sowas. Ja, aber wo willst du es hinpacken? Da hinten ist ein Mülleimer, wo die Leute den Müll neben hier schmeißen. Ja. Ja, wenn man viel sagt, ne, das steht man da hinten bei Butni. Ja, ich weiß. Das ist falsch. Ich weiß. So, warte mal. Das dabei habe. Ich brauche mir gerade Klötzchen. Hast du Klötzchen? Nee, das nützt mir nicht. Das nützt dir nicht. Es ist ein Flatterstand. Ja. Da kommen Platten unten rein und da kommt eine komplette Burg drauf. Dann müssen wir noch da. Dann müssen wir. Morgen. Moin. Ich grüße dich. Morgen.
Morgen. Grüß Guten Morgen. Dich, ich grüße dich, Frau Schlager. Da bin ich schon vorbeigefahren, aber ich habe noch an der freien Fläche gesucht. Also auf der Straße, ne? Ja, muss ich gleich an Jörg wenden. Weil das würde ja doch nicht gehen, wenn ihr hier Aufgänge habt. Ja, aber hier ist ein Durchgang. Ne? Also ja, aber die hier verkaufen Wechsel. Machen, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal da. Das kannst du ja später aufbauen. Warte mal. Was heißt später? Ah ne, das sind die Spieße. Warte mal. Nein. Wie das wird. Der Sausack ist da natürlich drin. Ne? Ja, ja, warm. Der Sausack ist da drin. Ja, habt ihr gedacht. Ja, das ist auch richtig. Ja, also wir wollten nach da hin öffnen. Und dann passt doch nicht hier. Nein, nicht nach da hin. Das ist eine Massengasse zu. Ja, das ist, es gibt zwei Gassen. Geh mal weg. Erste Gasse? Ja. Zweite Gasse? Zweite ja. Gasse. Ja, alles klar. Ne? Alles klar. Deswegen nach da hin. Doch. Ja. Ne? Und wie hat die Meter? Das kommt gut hin. 1, 2, 3. Siehst du, die kommen ungefähr so weit ja. Zurück. Mhm. Das ist auch richtig so. Passt. Und dann kommen die anderen nach da hin und die letzte Reihe ist da im Prinzip, wo der Parkstreifen, der hinten, also ab dem Rondell da, also ab dem Grünstreifen, ist dann hier unsere Fläche. Ne? Okay, ich versuche ja nur mitzudenken. Ja, nee, ist ja auch super. Ja, weil ich keinen Boden drin habe, wir kommen nachher nur noch Platten reinkriegen, dann kommen die Terrikuter und so die Rasen, ne? Und dann werden die einzelnen Teile von der Burg, die da oben alle stehen, hingestellt. So, und wenn das schräg steht, dann kippen wir die Türme auf. Das ist auch schön, dass du hier stehst, weil dann sehen die Leute auch. Genau, ich mache die Seite so und so auf, dass die Burg dann gleich zu sehen ist. Ne? Ja. Aber das müsste ja, wenn das aufgebaut ist, dann sieht das alles anders aus. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist das Drachenfest, heißt Drachenfest. Wo ist Lok machen Boden? Nur die machen. Hier? Ja, hier fangen wir halt an. Nee, das ist mein Grill. Ach, das ist dein Grill. Nach wohin hast du den offen? Hier in die Richtung, wie der stand, aber hier grill ich doch, das weißt ja. Du. Ja. Dann müssen wir da ran. Das passt 4 Meter lang bei dir. Ne? Ja. Mach mal selbst. Ja, auf einmal ging es auch selber, ne? Na ja, klar.
Kommentar zu schreiben, ja. Ich bin nämlich direkt nach der Adresse gegangen und stand im Waldwanderweg. Jo, mein Schatz, wo stehe ich denn jetzt? Moin! Ja, mein Vater mitgebracht. Wie geil ist das? Meine Stadt wieder sonnig, weißt du doch. Wie geil ist das? Ja, Moin. Ne? Ja. Vorsicht. Guten Morgen. Zum Moin. Ja, komm her. Ja, witzig. Ja. Ja. Wir haben Sonnensegel mit nimm das gerade Fläche für die Taverne. Ja, die Taverne kommt da hinten hin. Taverne schmeißen wir unseren Haufen, das kriegen wir schon. Du, das ist mir wurscht. Ich kann hier auch zum Gulli, habe ich gleich nachgebracht. Das ist gut. Also noch wieder. Gut, dann komm, also zeige ich dir jetzt, wo du hinkommst. Ja. Gut, dann nimmst da du hier. Oben, ne? Ja. Dann muss ich ihn fragen, weil da ist er Chef von, wenn er sagt, er will da nicht hin. Dann sagt Vater. Ja. Wusstest du ja. das nicht? Ich wusste das. Deswegen habe ich mich so gewundert, dass du gefragt hast. Ich habe mal eine Frage. Ich hab von Jörg einen Link gekriegt für das freie Merkvolk. Habe ich mich drauf beworben. Ja. Habe ich als Grund eingegeben, fahre mit Faxe, die Märkte sind dieses Jahr auf einigen von dir. Ja, habe ich doch bestätigt. Nö. Doch. Wir haben zweimal sogar geschrieben. Ich habe dich bestätigt. Ja? Ja, muss drin sein. Ich habe dich nicht mit, als Namen habe ich dich nicht im Kopf. Nö, nee, Peter Dannhauer, aber Peter. Ich habe keinen Wikingernamen, habe ich mir auch nicht zugelegt, weil Peter so viel Runen enthält, das ist schon ein mystischer Name. Er geht nicht raus. Ja. Beide Dinger nicht rausgeschickt. Ich habe doch ganz andere Möglichkeiten. Hier ärgert mich die Behörde. Wir bauen so, ach komm, zack, 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 machen wir noch ein bisschen anders. Ja. Ist nicht so Stein gemeißelt, aber hier. Ja, wenn da dann einer kommt, hat 5 Meter gemeldet und hat ein neues Sonnensiegel, das ist 7 Meter, dann darf ich. Kriegt das gut. Irgendwo hin. Ja, genau. Alles gut. Aber hier machen sie mich tot, ey. Mich tot. Hier, kommt hier einer aus dem Osten, da hat keine Zeit. Ja, gut. Hallo. Ja, grüß dich. Schön, dich zu sehen, du. Ja, moin. Ich habe dann 2/3 aufgebaut und das hing dann so vor den Autos runter und habe darauf gewartet, dass sie wegfahren. Und in dem Moment, ne? Na. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wollte ich Autos nicht mehr runterfahren? Nein. Ich habe die Schnatterbank gespannt. Hinter die Autos habe ich die Schnatterbank gespannt. Irgendwie das kann sie überhaupt gar nicht. Lass das. Ich habe die Haare noch nicht schön. Ja, du hast ja, eine von denen, die immer in die Kamera sprechen. Oh nein. Das ist eine Vorgabe. Ja, ich habe gestern hier 15 cm Haare gelassen. Echt? Ja, ich habe einen Haarschnitt. Du willst auch wissen, wo du aufbauen darfst, ne? Ja, ich soll ja dort, du achtest. Ja, richtig, dort, ne? Genau. Was ist Kamera? Von Fenster oder? Schlangstein. Ah, Schlangstein. Okay. Ja. Na, du hast deinen Hocker dabei, ne? Was habe ich dabei? Deinen Hocker dabei, ne? Immer dabei. Nee, ich habe hinterher einen richtigen, schönen Stuhl. Aber den bringe ich erst morgen mit. Ja. Ein Hund, ne? Ein Hund. Hinten drin hat er seine Kiste. Machen wir das einfach. Knopf zu, Hund weg. Ja, mit den anderen beiden, den neuen, überlege ich noch. Mhm. Ne? Also interessiert mich schon, ich muss noch gucken. Und Plätze geht nicht, weil da ist irgendwer steht. Das ist okay. Reicht bei mir. Die Bestätigung so per E-Mail, wie ich sie mir geschickt habe? Na klar. Gut, weil ich brauche die Einmeldung, habe seit wann, die Städte. Seit wann machen wir und war wofür? Für die Städte. Die Städte waren teilweise im Ordnungsamt per Anmeldung. Seit wann machen wir so einen Schnickschnack? Das sieht ja geil aus. Selber gemacht? Ja. Wieder schon.
Als Kind hätte man von sowas geträumt. Ja. Ne? Ich auch. Und dann habe ich nicht gekriegt. Und wo ich jetzt erwachsen war, habe ich ihn gebaut. Ja. Alle Lederprodukte, die du hier in diesem Stand siehst, ausgenommen die dünnen Bänder, die da hängen, die schneide ich nicht selbst. Alles andere ist meine Arbeit. Und machst du auch Auftragssachen? Es kommt drauf an, was derjenige haben will, ob es in meiner Macht liegt. Wenn jemand was haben will und ich sage, das ist kein Problem für mich, vom Werkzeug, vom Handling her, kriege ich hin, dann mache ich das natürlich auch. Piraten, joho, joho! Hallo. Also ich check das gleich von Jörg. Da ist er ja wieder. Grüß dich. Ich grüße dich auch. Geht's gut? Ja. Gut angekommen. Also, noch eine Kinderbespaßung hier. Morgen haben wir die Band hier noch um die Ecke rennen und ich sowieso. Und dann kriegen wir auch die Taverne. Also die Straße ist auch... Nein. Bis? Nein. Nee? Gut, dann muss ich noch zwei, drei Biertische mit organisieren. Also du kannst dich da quasi auf der Wiese da hinten komplett ausbreiten. Lass uns das kurz vermessen, da geht er ganz dicht, ziemlich dicht dran an deine Kinderbespaßung. Hier 1, 2, 3, 4, 8, schön dich zu sehen. Lebt noch, wie du siehst. Ja, siehst richtig gut aus, so gut genährt. Nee. Viel Fisch in letzter Zeit, wa? Oh, nimm mal einen Schluck. Danke. Siehste. Vielen Dank, dass du das Holz gebracht hast. Gerne. Ja, danke schön. Komm mal gerne vorbei, ich gebe eine Wurst aus, wenn du Lust hast. Ja, ich guck mal für morgen Abend, ne? Morgen oder übermorgen. Ist alles da, was man essen möchte. Ja. Können wir machen. Und dann schnacken wir eine Runde. Perfekt. Aufbautag ist immer Stress. Glaube ich dir. Wie lange hast du noch heute? Bis 22 Uhr. Ach du Ile. Ja, ich muss auch noch schnell zum Kunden gehen. Ich NGO Sport, danach Clickbauen, Knopf. Kann mal sehen. Schönen Tag dir, ne? Lass dich nicht ärgern. Nö, ganz selten. Tschö. Hast du die Sequenz drin? Mit dem Trinken? Ja. Gut. Abgearbeitet. Ich meine, wenn das schon oder weg ist, ist es schon mega ärgerlich. Weißt du? Okay. Moin. So. Ich bin ja gar nicht. Geht's dir gut, Robert? Ja. Geht so? Hauen wir mal eine Axt aus dem Auto. Das geht's hier aber richtig ab. Na, Maurice kommt gleich und verlegt. Okay. Du musst mit Maurice sprechen, wo der Tank ist und wir müssen morgen messen, weil wir im Notfall nachholen müssen. Wir müssen gucken, was die über Nacht wegdonnern. Das ist mehr ein Leerlauf, das ist nur Kühlung für... Ja. Ja, hier läuft alles zwar aus dem Ruder, aber es läuft. Wenn es läuft, ist gut. Ja, aber aus dem Ruder nicht. Es regelt sich. Oh, immer ganz entspannt. Kann ich nicht immer, aber mit den Jungs hier, das klappt schon. Das sind ja nur die beiden Tische und die beiden Bänke und das die mit der Rückenlehne. Achso, von uns die? Ja, ja, die bei mir. Nur auch die. Nur ich bin ab 6.30 Uhr, 7 Uhr im CCU. Ich hole sie nachher. Dann müssen wir die hier irgendwo zwischenlagern. Ja, ich weiß. Wo ja ist euer Schleicher, der die Bänke auch haben will? Da hinten. Vorne. Da die beiden bunten Zelte. Den weiß, Blick blau darf er auch rot nur jetzt haben, weil ich morgen meine Axt dabei habe. Und dann hat er keine Chance mehr. Und dann ist alles gut.
Ja, ja, moin. Genau. Ja, wenn ich morgen Abnahme hier mache, dann bin ich mit Axt. Ja, gespannte Erwartung, ne? Wir leben. Wahrscheinlich ja, fürs Zelt vorne, ne? Mhm. Müsste mal schon. Ja. Aber Tische ist nicht so schlimm, da können wir ja, da haben wir Keile mit. Das ist kein Problem, wir haben nur die Platten daneben. Na, dann ist ja gut. Aber ich vorne, jetzt für dieses, die Füße vorne, für die zwei Zelte. 10x10 habe ich auf dem Wagen. Ja. Ja. Das kann man super unterpacken, die verrutschen auf dem Tisch. Ja. Ja, wird ja auch festgedrückt. Ob sie vorne aufbauen kann. Ja. Ja, ist der Platz, ne? Ja, vorne in der Ecke. Ja, ja, genau, neben dem Keramiker, ne? Kommen wir erstmal schnell her. Moin erst, ja. Aber dann können wir anfangen. Lasst euch die Karten legen. Lasst euch die Zukunft voraussagen. Ich komme morgen auch noch rum, ne? Ja, 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 genau. So, genau. Hi, moin. Ja. Ja. Jetzt hier. Ich will mal aufbauen jetzt, sonst quatsche ich mich fest. Das ist so ja, schön mit euch. Aber langsam mal aufbauen. Ja, so echt massiv Holz und kann man so mit zwei Fingern anheben. Hey, komm mal doch mal nicht. Okay, jetzt bin ich den Chef, der ohne Zähne kommt. Lieber Angestellter, du hast ein Problem. Wo kann ich dir helfen? Dann hätten wir den da hinstellen müssen, wo jetzt die Zelte stehen, weil da ist der einzige öffentliche Abfluss, Anschluss an das Abwassernetz. Dann hätten wir hier mitten zwischen den Händlern hätten wir dann einen Toilettenwagen stehen gehabt. Roter Pipi. Weil vorne ist nicht. Oh, da auf der aber kein Metzil. Zwei sogar. Nicht, dass wir nachher auch sollten wir dann. Ja, die sollten also halt sowas organisieren, weil du kriegst verkaufsoffene Sonntage nur noch genehmigt, wenn sie mit einem Event verbunden sind. Hier in Schleswig-Holstein. Das heißt, du darfst keinen normalen verkaufsoffenen Sonntag mehr machen, wenn da keine Sonderveranstaltung dabei ist. Wir sind jetzt die Sonderveranstaltung für den verkaufsoffenen Sonntag. Andreas? Andreas? Ja? Andreas, saufen. Nein, nee. Bei mir. Was ist das? Probier mal. Feuer groß. Ganz lecker. Ich probiere jetzt etwas von Dennis. Ja. Zum Wohl? Schöner Bärenfang. Oh. Gleich schön. Beweisfotos. Bärenfang. Ui, der brennt. Der ist gut. Der ist lecker, ne? Der ist lecker. Ja. Was hast du da? Ja. Lass mal kosten. Ja. Koste mal. Ich hebe den auch ein bisschen auf. Ich hole mal den auf Edeka. Ja. Schon krass, ne? Aber ei, was ist denn das? Auf dem Weihnachtsmarkt. Da war es richtig kalt. Zweiter Adventswochenende. Drittes. Ich hätte hier von Bärenwein den Honigfisch. Wow, der ist genauso lecker. Oh, das ist immer ein super Tipp. Kostet 15 Euro die Buddel. Nichts auf dem Boden verkeilen, ne? Müsst ihr jetzt nicht aufmachen, da geht erstmal was essen. Ja, wollte ich gerade sagen, geht erstmal was essen. Das ist ein schlauer Plan, ne? Naja. Aufbauen könnt ihr, weil beleuchtet ist es ja. 3 Stunden, 3,5 Stunden. Hallo, hallo, ich bin Kelly, der Spießer. Hallo, ich bin Andreas, der Schnellmaler vom Schlangschrein. Okay, super, da passt ja. Wie man sieht. Wenn du mehr brauchst, sag. Ja, ich brauche einen einfach. Gleich noch ein kleiner, 60 Liter. Den reden. Ja. Sie sind aber schon etwas angekokelt, kann das sein? Wir machen nichts. Gebrauchsspuren. Der sieht vorne so angekokelt aus. Nee, doch nicht. Das kam nur vom Licht. Von der Kälte, ein bisschen ja. Pilz oder irgendwas. Ja,
darf ich vorstellen? Da ist irgendwas drunter. Du hast da, glaube ich, Holzkohle drunter. Das sieht so aus. Nee, das ist Erde. Erde, ach so. Erde. Wegen habe ich sie. Markus hat, glaube ich, deine Telefonnummer, ne? Kann das sein? Ja, ne? Falls jemand hier unbedingt ran muss, dann klingeln wir eben durch. Aber erstmal. Ja, wir wollen erstmal schnell mit da. Ja, das wäre nicht schlecht. Da kippt sie doch auf. Ja, am besten. Auch schön geschliffen. Nee, ich habe mein Schwert zu Hause liegen, mein Wikinger-Schwert. Guckst du? Darf ich mal kurz mal? Guckst du hier? Hm? Oha. Die Zeitreise ist eingekehrt. Guckst du? Ja, bei Männern klappt das auch. Oh, immer. Ja. Guckst du, ne? Das ist ja geil. Ja, das ist geil. Das war bestimmt nie so wirklich teuer, ne? Jetzt mal gucken. Guck mal, zwischen im Jahre 1000 kann man jetzt nicht so schön sehen, aber hier Olympische Spiele, Mondlandung ist irgendwie gut drauf. Ja, gerne. Dann wischen wir die Fingerabdrücke auch nochmal ab, ne? Ja, voll geil. Ich habe das umwerfendste Lächeln der... Ich freue mich. Stimmt überhaupt. Ja. Wedel wird wieder nach Fulda. Wo bist du denn? Für Wedel haben wir über 50 Händler. Zeitgleich war 30 Kilometer weiter ein anderer Lager. Über 50 Händler. Bitte? Ja, natürlich. Du kannst auch lagern. Aber die Umsätze waren nicht so. Also ich kann mich schon mal jetzt fühlt er mich schon wieder mit einer Zigarette in der Hand. Also könnte ich schlagen. Weißt du das? Ich kenne mich ein bisschen kurz Industriespionage. Genau. Industriespionage schlimm. Wenn es schon. Ja, es ist alles fix. Hi. Entschuldigung. Nein, alles gut. Markus. Hallo Anja. Und du bist Kampfhund. Naja. Ich gucke eben in meinen Plan. Und dann hallo. 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 Hi, ich bin Andreas. Stankschrein. Basti. Firma. Ah ja, nochmal. Chanel. Basti. Das ist kein 20er Bit. Das ist ein 20er Bit. Der ganze Kasse ist voll 20er. Guck mal, was passt. Ja oder ja? Hä? Andreas, tust du mir einen Gefallen? Ja. Magst du bitte mal die graue Eminenz eben holen und mir sagen, wo die Naturseife hinkommt? Naturseife? Ja. Dann möchte ich bitte einmal dein Hinterrad nach vorne bewegen. Ich sag der grauen Eminenz mal Bescheid. Sagen, irgendwas morgen.